Währenddessen nähert sich das Schiff der gewaltigen Schleuse Carrapatello. Auch für den erfahrenen Kapitän Dominik Kunz ein Höhepunkt der Etappe. Das technische Meisterwerk ist die älteste und zugleich höchste Schleuse auf dem Douro. Mit 36 Metern Fallhöhe sogar die zweithöchste in Europa. Ganz so cool und gelassen wie der Kapitän reagieren die Passagiere nicht auf die Einfahrt in die enge Schleusenkammer. Cecilia und Bernd schwanken zwischen Schaudern und Staunen. Was ist das für ein Ich habe mich erst mal gewundert, wie der hier überhaupt reinpasst, das Schiff. Das ist schon Präzision. Und jetzt hier drin, also man hat schon ein beklemmendes Gefühl hier unten. Also das ist schon heftig, muss ich echt sagen. Ist auch imponierend, wenn der hat das gebaut oder wie, oder so viele Meter. Riecht auch ein bisschen so muffig, oder? Ja, das ist, Grabgefühl, ich weiß nicht. Gewaltig, ne? So richtig gewaltig, muss man echt sagen. Das flussabwärtige Schleusentor schließt sich wie ein Fallbeil und verstärkt das beklemmende Gefühl. Dann wird die Schleuse mit Wasser geflutet. Das ist ja wie Aufzugfahren. Ja. Jetzt sind wir gefahren. Wir bleiben hier. Vor allem, es steht ja auch nicht einfach so an Land, sondern wurde ins Wasser gebaut. Das kommt ja noch zu allem dazu. Ja, fast immer ständig das Wasser außen rum. Schon mächtig. Bis die Kammer komplett mit Wasser gefüllt ist und der Höhenunterschied überwunden, vergehen ungefähr 13 Minuten. Begleitet von unheimlichen Geräuschen. Das ist der Krach von der Boloch, wenn sie raufgehen, so wie man festmachen, auf der Boloch. Die sind auf Räder und die gehen dann so rauf und dann hört man der Krach, das Eisen, wie mit der Gummi so reibt. Dann ist es geschafft. Schiff und Passagiere sind wieder frei. Noch drei weitere Schleusen wird das Riverboat auf seiner Flusskreuzfahrt auf dem Douro überwinden. Aber zunächst geht es nach Regua, dem nächsten Etappenziel. Andere Passagiere suchen auf der Etappe lieber Ruhe und Entspannung. So auch Cecilia und Bernd. Das schwedisch-deutsche Ehepaar aus dem Odenwald genießt die Fahrt auf dem kabineneigenen Balkon. Es war jetzt durch diesen letzten Abschnitt noch mal so, wie wenn man durch so einen Canyon durchfährt. Es kommen so langsam wieder die Weinberge. Auf diesem Balkon hier so sitzen und alles so nah mitbekommen, das ist eigentlich so ein Traumreise auf andere Art. Wir haben ja die riesengroße Schleuse, wo wir da mit 36 Metern hoch katapultiert sind, fast würde ich sagen, vom Sonnendeck aus gesehen. Aber jetzt denken wir nutzen jetzt einfach mal unseren Balkon und gucken uns dieses Erlebnis mal hier an. Und dann wollen wir mal sehen, wie beklemmend das hier ist. Hinter der nächsten Kurve lauert bereits die zweithöchste Schleuse auf der Reise. Die Einfahrt in die enge Schleusenkammer überlässt der Kapitän heute seinem erfahrenen Kollegen, dem zweiten Kapitän Ricardo Simoes. Polizeikommissar Bernd hofft auf ein unfallfreies Einparken. Er muss da schon richtig gut manövrieren. Er wird nicht viel Platz haben. Also von hier aus sieht es schon sehr eng aus, muss man echt sagen. Viel Platz hat er nicht. Das ist schon heftig, ne? Perfekt eingeparkt, hey. Die Valera-Schleuse gleicht einen Höhenunterschied von 32 Metern aus. So einfach wie das Einparken in die enge Kammer scheint, ist es nicht. Ricardo muss immer gegen die Strömung manövrieren. Obwohl sie schon die vierte Schleuse auf dem Douro passieren, ist es für die meisten noch immer ein Highlight. Das Schiff schwebt wie auf Händen getragen nach oben. Jetzt hat schon wieder was Beruhigendes, weil man ganz langsam zugucken kann, wie man so langsam wieder in die Freiheit entlassen wird. Und jetzt ist es natürlich von hier hinten mal spannend zu sehen, wie dann der Unterschied aussieht, als wir gekommen sind und wo wir uns dann befinden. Das ist also ähnlich wie das Schiff, das dann auf den Berg hochkommt. Das wird dann auch noch mal spannend. Gerade als sich Spannung und Entspannung die Waage halten, bricht auf dem Sonnendeck Hektik aus. Die Crew baut in Windeseile alles ab, was in die Höhe ragt. Unter den wachsamen Augen von Reiseleiter Alex. Wir haben gerade vom Kapitän die Informationen bekommen, dass wir ein bisschen Hochwasser haben und deswegen hier oben zu hoch sind für die Brücken, die jetzt kommen, hier bei der Schleuse, die Ausfahrt. Und deswegen müssen wir jetzt hier das Sonnendeck einfahren, alles abräumen und so niedrig machen wie möglich, dass wir da drunter durchpassen, ohne dass was passiert.
Von der Spannung auf dem Sonnendeck bekommen Bernd und Cecilia auf ihrem Balkon nichts mit. Sie sind fasziniert vom plötzlichen Höhenunterschied. Guck mal, von wo wir gekommen sind. Das ist schon heftig, gell? Boah. Ja, das ist schon cool. Das ist schon beeindruckend, sowas. Beeindruckend ist auch die Schnelligkeit der Crew. Die muss schleunigst das Sonnendeck einfahren. Sonst kann das Schiff die Schleusenausfahrt nicht passieren. Ja, jetzt ist wirklich Zeit zu gehen. Hier sind nur noch die Matrosen oben. Die gucken, dass wirklich nichts passiert. Ich muss jetzt auch schnell nach unten verschwinden. Nicht, dass meinem Kopf was passiert. Portugiesische Maßarbeit. Zwischen Brücke und Sonnendeck passt gerade noch ein deutscher Reiseleiter. So, meine Damen und Herren, wir haben jetzt die Valera-Schleuse passiert. Wir werden jetzt 90 Grad nach Backbord nach links abdrehen. Aber Vorsicht, Gegenverkehr. Direkt nach der Ausfahrt aus der Schleuse trifft das Riverboat mit lautem Getöse auf ein Schwesterschiff. Nachdem sich beide Kapitäne laut und deutlich begrüßt haben, geht es auf direktem Weg zur spanischen Grenze. Ruhiger und entspannter geht es nach Sonnenuntergang auf der spanischen Seite des Douro zu. Kreuzfahrtdirektor Mirko begleitet Cecilia und Bernd in Fermosella zu einer Weinverkostung. Scheint da dieses, ja, da hinten ist das Weingut. Es wird eine spannende Geschichte. Es ist ein kleines Örtchen. Es ist kein großer Winzer offensichtlich, sondern ein Geheimtipp. Und von daher sind wir alle mal gespannt, wie uns der Wein hier schmeckt. Weinproben gehören eigentlich immer dazu, finde ich, weil das charakterisiert so ein bisschen das Land und die Leute und die Umgebung. Und wenn der Wein so schmeckt, wie die Umgebung hier ist, dann wird es ein Hammer. Das Weingut Alma Rocha ist seit 7 Jahren im Besitz der Engländerin Charlotte Allen. Der Weinkeller ist circa 400 Jahre alt. Wo sind wir? Sind wir denn hier hingekommen? Hi Charlotte. Hi Mirko. Hallo, Charlotte. Das ist ja auch so richtig schön urig, oder? Also ich war in so einem alten Keller noch nicht. Die Keller, die ich kenne, die sind alle aus Sandstein gemacht. Da können wir über 100 oder 150 Jahre sprechen. Aber sowas Altes und sowas Außergewöhnliches habe ich im Zusammenhang mit Wein noch nicht gesehen. Ja, da frage ich mich, wie alt ist das Wein auch dann? Das ist eine gute Frage, gell? Die erfahrene Winzerin Charlotte überrascht ihre Gäste mit Gold. So, this wine is called Pirita. In English, iron pyrites. It's a mineral that looks like gold. So in English we call it fool's gold. Narrengold. Okay. Ja, Narrengold, ja. Cool. Das Besondere ist, dass dieser Wein nicht eine einzige Rebsorte ist, sondern aus mehreren Weinen besteht, also ein Cuvée. Zum Narren macht die Engländerin ihre Besucher keineswegs. Ihre Kenntnisse hat die Winzerin über viele Jahre in Frankreich erworben. Der ist ganz, ganz lecker. Ganz leichter, schöner Sommerwein. Das ist einer, der sehr toll ist und den ich mir sehr gut vorstellen kann, um hier in Spanien in dieser grandiosen Natur den Sonnenuntergang zu genießen. Beim Sonnenuntergang, genau. Finde ich auch. Das ist ein Sonnenuntergangswein. Und ein so ein alter, schöner Keller. Das ist ja auch was Besonderes. Ja, stimmt, ja. Auf der spanischen Seite des Douro wird es eher warm ums Herz, wie es sich für eine Weinprobe in einem uralten Keller gehört. Die noch wenig bekannte Weinregion im Grenzland zu Portugal bietet viele Schätze. Wenn man an spanische Rotweine denkt, an die schweren, dann denkt man ja Tempranillo, der Rioja. Und das ist was ganz was anderes. Diese Cuvée-Vielfalt ist unglaublich. Charlotte, the oldest wine in your collection. In my special secret wine collection. Yes. Okay, well then I'll show you. All right. Die Engländerin Charlotte hat viel Erfahrung als Winzerin und ist leidenschaftliche Weinsammlerin. In ihrem Keller schlummern einige Kostbarkeiten. So the oldest wine I have, this one here, and this is from 1947. Ah. Boah. And this is a sweet wine from the Loire Valley, from Bordeaux. Also sowas habe ich noch nicht gesehen. Spinnweben, Staub. Auf den ersten Eindruck sieht es aus, wie wenn es irgendjemand vergessen hätte. Und trotzdem sind da sicherlich ganz wertvolle Weine dabei. Den ältesten hat sie uns ja vorgestellt, Jahrgang 1947. Da sind wir schon weit über 70 Jahre. Und ist schon toll, dass jemand so eine tolle Sammlung in so einem alten Keller hat. In der nächsten Folge
Während Alexandra und Alex auf dem Douro ins Paradies paddeln. Das ist schon traumhaft, ne? Das ist gigantisch. Wir sind mittendrin. Entschweben Bernd und Cecilia in Salamanca beim Iberico-Schinken in den Genusshimmel. Und, schmeckt's, oder? Aber bei Not am Mann legt der Polizist aus dem Odenwald ganz bodenständig Hand an. Soll doch mal einer sagen, Beamten können nichts arbeiten.